Und weiter geht es mit einer besonders knackigen Folge von Enshrouded. Heute machen wir endlich weiter und erkunden die Gebiete ein bisschen mehr und arbeiten so ein paar Fragezeichen ab. Und hier muss ich echt aufpassen, weil hier sehr viel roter Boden ist. Ich weiß gar nicht, wie genau der heißt. Der ist auf jeden Fall nicht gut. Der ist nicht gut für uns, Leute. Zwischendurch können wir ja noch so ein bisschen Flüssigkeit mitnehmen. Aber da muss man echt aufpassen. Da dippe ich einmal rein und dann müsste ich schon wieder aus dem Gebiet raus. Also wir müssen hier echt sehr vorsichtig sein. Aber warte mal, ein bisschen Flüssigkeit muss ich kurz einmal hier abgraben. Weil davon brauchen wir auch immer wieder mal was. Und was ist das? Ist das ein... Das ist aber nicht der Leuchtstein, ne? Warte mal. Ach so. Brauchen wir davon eigentlich auch ein bisschen was? Bin mir da gar nicht so sicher. Können wir das eigentlich abbauen, dieses rote Zeug? Nicht effektiv, nee. Das hier, okay. Das ist ganz normale Erde hier. Ich brauche Sand, Leute. Ich weiß bis heute nicht, wo ich Sand herkriege. Okay, wir müssen über die Brücke. Ach Mann. Darf man nicht einmal kurz auf die Karte schauen? Nicht mal das ist erlaubt. Sieht man immer so schlecht, ne? Oh, hör damit. Ist nicht, soll ich hier reingehen in die... Nee. Ich denke nicht, dass da irgendwas Interessantes sein wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Lass mich immer sehr schön ablenken, ne? Immer sich ein Gebäude will, direkt rein. Aber es lohnt sich halt auch oft, ne? Und dann, wenn ich in ein Gebäude reingehe, will ich halt alles zerdeppern, weil das lohnt sich irgendwie auch. So, da hinten irgendwo. Oh, ich sehe gar nichts. Wir müssen hier auf jeden Fall aufpassen, ja, ich sehe schon. Ich weiß nicht, ob ich da rüberkomme. Ich glaube, ich sollte den Weg lang laufen. Scheint mir ein bisschen sicherer zu sein. Ich habe so ein Gefühl, dass ich es nicht schaffen werde und dann reinfalle und tot bin. Kommen wir hier rüber? Wo sind die Viecher? Ich habe sie nur gehört, aber ich sehe nichts. Hier? Okay. Nix da. Ist auch wieder so komischer roter... Oh, 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 oh. Ja, sehr schön. Warte mal, war da was zum Sammeln? Ach, Glühwe. Ich dachte irgendwas Besonderes. Auf so einem Boden, ich weiß nicht. Es sieht nicht... Okay, gut, haben wir geschafft. Hä? Seltsam. Gut, bleib mal da im Boden drin. Wir müssen hier rein. Aha. Ich hoffe, wir kriegen gleich nochmal so ein Ding, dass wir unseren Miasma-Widerstand auffüllen können. Hier ist ein Geheimweg. Ja, das ist schön, aber... bringt mir nicht wirklich was. Habe ich mir schon fast gedacht. Mit der Waffe buttern wir einfach eigentlich hier durch, ne? Warte, welches Level ist die überhaupt? 21. Ich glaube, die Vasen lasse ich jetzt heute. Oh. Die Kette hätte mich fast mein Leben gekostet. Wird man da eigentlich instant? Ich bin mir nicht so sicher. Oh, Skelette. Hier geht's hoch, hier geht's rein. Achso, okay. Ich dachte, da wäre noch irgendwas. Das heißt, ab jetzt wird gegen Skelette gekämpft. Nix da. Aber immerhin geben die ein bisschen Salz. Okay, und das hier ist es, ne? Ewiger Eisbolzen. Ja, nur wie kommt...
Kann ich mich hier raus teleportieren? Ich glaube nicht, ne? Nee. Nice. Das heißt, ich muss jetzt ganz schnell hier raus. Warte mal. Achso, ich dachte, da war ein Weg. Oh, sehr gut. Oh ja. Okay, gut. Das heißt, wir haben schon mal keinen Stress. Könnten wir von hier aus direkt was erledigen? Ist das auch im Miasma? Ich glaube, ja. Weil dann könnten wir das direkt auch noch erledigen. Obwohl. Ich bin mir nicht so sicher. Ob wir vielleicht nochmal kurz an die frische Luft sollen. Boah. Komme ich da hinten an die frische Luft? Muss mal nachschauen. Das könnte durchaus sein. Komme ich auf jeden Fall ein bisschen schwerer hoch, aber... Ja, doch, ich glaube... Der Weg sieht gut aus. Miasma-Schutz haben wir noch 36 Minuten. Oh, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier, Nettes? Da will ich rein. Wenn wir weiter... Oh, wo kommen die auf einmal her? Wenn wir da weiter oben sind... Ich glaube, dann sind wir auch im Schutz. Eigentlich würde ich auch ganz gerne ein paar Bücher mitnehmen. Ihr wisst ja, ich möchte mir eigentlich ein paar Bücher drüben aufstellen für den Alchemisten. Aber das ist echt mühselig, so viele Bücher zu sammeln. Naja. Ich weiß gar nicht, lohnt sich das hier alles zu zerschlagen? Ist ja vielleicht guter Kram. Bis jetzt noch nicht. Aber hier ist eine Kiste. Aha. Ah. Auch nicht so geil. Ah, da waren Tränke, glaube ich, aber egal. Ich hier frische Luft. Oh, sehr gut, sehr gut. Alles klar, der Turm war dann aber nicht so interessant. Oh. Okay, dann gehen wir weiter. In die Richtung. Wird schon gut gehen. Da hinten, das ist eine Warte, ne? Sollen wir uns vielleicht erstmal die holen? Dann könnten wir von da aus ganz easy einfach rüberschweben. Beziehungsweise gleiten natürlich. Eine Warte im Miasma. Oh, aber hier geht es tief runter. Sieht nicht so gut aus. Oh. Oh, wie kommen wir denn da? Okay, ich könnte ein bisschen tricksen, ne? Obwohl. Ah, perfekt. Hier holen wir uns die lieber. Ich glaube, das ist ganz gut. Die ist nicht mal im Miasma, sondern kurz davor. Warte mal, da brauche ich auch einen Screenie. Okay, rein da. Spontan in eine Warte rein. Kann nicht schaden. Da gibt es ja auch immer wieder mal so ein bisschen Kram. Aber ich denke vom Level her, ja gut, aber allgemein so Ressourcen, ein paar Tränke und so ein Kram, ne? Kann nie schaden. Und da hinten ist direkt eine Truhe. Ich muss einfach durchspringen. Okay. Schauen wir mal. Ja, Wasser brauchen wir halt auch, ne? Allein schon zum Einpflanzen. Hinten direkt runterspringen. Was so eine gute Idee ist. Oh, oh, oh. Oh. Müllbogen. Naja. So, was haben wir denn hier Nettes? Ein Trank. Ja gut, Trank haben wir nochmal gebrochen. Warum nicht? Karte Nummer 2, das war bis jetzt sehr easy. Keine Sucherei, sehr schön.
Und ich sollte was trinken. Ich glaube, Stärke oder so brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber Ausdauer ist schon ganz nett. Und was wir machen, gleich ganz kurz einmal die alten, was ist alten Waffen, die Waffen, die wir nicht brauchen, einmal zerlegen. Nein, nicht ausrüsten. Dann haben wir schon mal ein bisschen Platz. Oh. Bin schon wieder fast voll. Das ging schnell. Ja gut, muss ich gleich gucken, ob ich irgendwas rauswerfe. Hier fehlt einer. Ein Schalter. Warum ist es nicht aktiv? Gleich erst, wenn ich den Schalter aktiviere, wahrscheinlich, ne? Ja, natürlich. Oh! Das war knapp. Da haben die mich gut ausgetrickst. Hier kommen beide. Ach, okay. So. Aber irgendwie bis jetzt hier war nichts Gutes drin, ne? Die andere Warte war definitiv besser, aber wahrscheinlich, weil die auch ein bisschen höherstufig war. Das kann gut sein. Bisschen Ausdauer, warte mal. Was könnten wir wegwerfen? Steine muss nicht unbedingt sein, Äste muss auch nicht sein, Glühwürmchen auch nicht. Dann haben wir schon mal ein bisschen mehr Platz. Na, immerhin. Also ich würde mich freuen, wenn wir noch ein bisschen Salz oder so kriegen, weil Wachs eigentlich habe ich sehr viel da. Aber Salz wäre gut. Gut, zum Miasma-Trank habe ich auch nichts gegen. Schalter, auch Schalter. Das heißt, wir können erstmal nur hier durch. Hier ist es sehr neblig. Ups. Aha, Eisbolzen, na toll. Hä? Ach so, hier geht's direkt weiter. Das heißt, in den anderen beiden Räumen sind Truhen oder was? Ich dachte, er ist erst im Kreis gelaufen oder so. Aber anscheinend nicht. Da ist nur Müll drin irgendwie hier in der Warte. Weiß nicht, ob ich alle aufschlagen soll. Ah, jetzt kommen wir hier nicht durch oder was? Muss ich echt so zurücklaufen oder wie? Aha. Aber eine goldene Kiste. Ja, gut. Zerlegen wir. Immerhin. So, jetzt gehen wir direkt durch. Aha. Wir wollten uns nochmal durch die Falle schicken. Ich verstehe. Wir wollten uns ein bisschen ärgern. Okay. Nicht mit mir. Hier geht's durch. Da hinten ist aber auch noch was. Das wäre fast schief gegangen. Stellt euch vor, ich wäre hier runter. Na gut. So viel machst du ja auch nicht. Ich dachte, wir sind dann instant finito. Mein Glück. Da wenigstens mal Metallplatten, immerhin. Oh. So. Okay. Da hinten leuchtet es schön. Und ich brauche Ausdauer. Damit ich jetzt easy hochkomme. Müssen wir mal kurz warten. Habe ich noch. Warte mal. Holz können wir noch rauswerfen. Bücher will ich gern behalten. Ah, die sind stärker. Ich verstehe.
verstehe, ich verstehe. Gut, hoch da. No problemo. Hier. Müssen wir was drauflegen? Machen wir das nur zu zweit? Oder kann ich gleich was hinrollen? Ach so, aha. Ja, ja, klar. Da war ich wohl blind. Aha. So kann man es auch machen. Okay. Den Schalter brauchen wir nicht mehr für irgendetwas, ne? Hier müssen wir rüber. Da ist eine Goldkiste. Das heißt, wir sollten erstmal hier runter. Na, super. Ja, okay, okay. Sehr schön. War mein Ausdauer so schlecht? Nicht so geil. Das ist der richtige Weg, ja. Unglaublich. So, nochmal Verband bitte. Ja, ja, habe ich so schlechte Ausdauer? Okay. Dann lassen wir nochmal voll. Ich habe doch voll laufen lassen, oder nicht? Das ist echt so viel gezogen. So, also Ausdauer ist voll, ne? Ah, okay, wir sollten erstmal hier hoch. Häuschen machen. Ach, guck mal, wir müssen. Alles klar. Gut. Alles klar. Das war mein Fehler. Und hier ist es sehr dunkel. Aha. Aber in der Warte irgendwie. Ist eher Müll. Weiß ich Schaden, aber das ist doch bestimmt auch wieder eine Zweihand, ja. Alles klar. Alles klar, alles klar. Ja, wo geht's denn jetzt weiter? Da unten ist jetzt offen. Aha. Interessant. Sind wir jetzt durch oder kommt noch eine Etage? Ich glaube, es kommt noch eine, oder? Oh nein, fertig. Gut, dann einmal kommunizieren. Sehr schön. Da hinten ist noch einer. Aber ist sehr weit weg. Aber von hier aus können wir dann easy hier rüber und hier rüber. Jetzt bringen wir erstmal den Kram in die Base, würde ich sagen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt für den Spot. Für Material nicht unbedingt, aber für den Spot definitiv. Das war ganz nett. Okay, dann wird mal einsortiert, also. Was habe ich denn hier, was hier reinpasst? Gar nichts, ne? Irgendwie nicht. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Stoff mittlerweile. Stoff, kommt da noch irgendwas rein? Nö. Hier kommen die schönen Nägel rein. Platten. Wo habe ich überhaupt Miasma-Flüssigkeit? Hier oben, ne? Ja, hauen wir die hier rein. Ja. Das hier auch. Ach doch, ich habe was übersehen. Garn. Hier ist Essen, aber Essen, ja gut. Das Problem ist, ich glaube, der Kollege hier unten braucht ein bisschen mehr Platz mittlerweile, ne?
Rein, rein. Ach, guck mal, hab ich übersehen. Bücher kann er noch haben. Tränke. Ausdauerpunkte. Okay, den könnte ich sogar mitnehmen. Der ist eigentlich ganz nett. Ich will nicht zu viele Tränke mitnehmen. Will nicht stapeln. Ja, dann. Wohl, den lassen wir dann erstmal hier. Der Licht geht nicht, der geht auch nicht. Komm weg damit. Ja gut, ist nur einer, ne? Oder müssen wir den behalten? Glaub nicht. Ich packe lieber mal rein. Man weiß ja nie, am Ende bereue ich es. Oh, der Kram muss noch weg. Oh, ich habe noch mal Miasma. Alles klar. Ach, hier Funken noch, genau. So. Dann einmal. Nein. Ja. Salz rein. Dann der Kram hier rein. Oder kann ich was verbessern? Nee, ne? Ja, die Stäbe, aber die benutze ich eh gerade noch nicht. Wenn ich mal richtig guten habe, dann gerne, aber. Wachs. Okay, dann sind wir wieder clean. Dann soll ich mir noch was zu essen rausnehmen. Nehmen wir Honig oder nehmen wir. Sind eigentlich ganz gut, ne? Machen wir mal so. Alles klar. Dann sollten wir uns mal ganz kurz eine Pause gönnen. Damit hier die Zeit einmal schnell vorbeigeht. Inventar sieht gut aus. Irgendwas wollte ich noch machen. Ah ja, genau. Schauen, ob wir hier noch weiter pflanzen können. Lachs, ganz wichtig. Damit wir jetzt bald mal endlich die Dingens da machen können. Ihr wisst schon, was ich meine. Rübensetzlinge. Waren hier auch irgendwelche? Nee. Das ist schon fertig. Umtöpfern. Sammeln. Die sind sogar echt schon fertig. Rohrzucker geht irgendwie schnell. Aus welchen Gründen auch immer. Ich muss mir einen richtigen Garten anbauen. Und ich glaube, so eng, so viel Platz muss ich gar nicht lassen. Ich glaube, da können wir uns sogar mehr Platz lassen. Oh, ich habe sehr viele Setzlinge. Am meisten vom Flachs. Können wir die einfach so wild hinsetzen? Ist das in Ordnung? Denke mal ja, ne? Brauchen wir jetzt ein bisschen Zeit. Irgendwann können wir es mal schön machen, aber wir werden eh gesammelt. Wir haben schon echt sehr viele, ne? So. Noch eine hin, ja. So, wunderbar. Oh nein, nicht verprügeln. Ja, wie gesagt, schön machen wir jetzt nicht. Wir klatschen jetzt einfach einmal schnell hin. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Nee, nicht boxen. Ich denke, es wird schon gut gehen. Wird schon funktionieren. Muss dann nur jetzt wachsen halt, ne? Töpfern, ja. Alles klar. Perfekt. Auster, oh. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Aber nur 3 Minuten. Ich glaube, wir machen noch mal ein paar neue. Wisst ihr, wo das noch mal war? Rohrzucker. Ja, rein damit. Gut, passt erstmal. Also.
Uns geht's gut, Rüstung repariert, dann geht's direkt weiter. Dann können wir jetzt nämlich von hier aus schneller dorthin. Also wir sollten immer schauen, wenn wir in einem neuen Gebiet sind, dass wir immer schnell erstmal die Warten am besten holen, ne? So, da hinten hin. So. So und so. Und let's go. Warte mal, da ist eine Brücke. Obwohl, wir können direkt rüber, glaube ich. Hier hinter ist ja auch noch einiges. Da geht es dann auch hin, aber erstmal hier runter. Wo finde ich Sand, Leute? Ich habe immer noch keinen Sand gefunden. Oh, warte mal, was ist denn das? Ja, das ist dieser Miasma-Boden, oder? Ja, alles klar. Hat sich dann auch erledigt. Einfach da hinten lang. Na gut. Ich hoffe, ich finde bald mal Sand, Leute. Okay, da müssen wir aufpassen, das ist wieder so komischer roter Boden. Oh. Nicht gut. Und ich sehe nicht, ob ich da hinten safe bin, weil ich glaube, das ist auch dieser rote. Komm, sollen wir es versuchen? Und wir könnten von da hinten, da wären wir, glaube ich, ein bisschen mehr safe. Das sieht mir alles so ein bisschen unsicher aus. Weil ich nicht erkennen kann, was für ein Boden da unten jetzt ist. Was ist das da hinten? Muss aber eigentlich da hinten lang. War ich da schon? Anscheinend ja. Alles klar. Wird schon stimmen. Da haben wir ein Gebäude. Das sieht aber nicht interessant aus. Ich denke jetzt nicht, dass da der geile Kram drin sein wird. Wenn wir jetzt im ganz neuen Gebiet, dann würde ich sagen, ja, wegen dem Level, ne? Aber ich glaube, wenn wir da selbst eine legendäre Waffe finden würden, ist unsere vom Level ja eh höher. Und da ist ein Turm. Der sieht aber wiederum interessant aus. Und ich muss eigentlich dahin. Oder ein, was heißt ein Turm? So ein Gebäude, was halt so auf dem Felsen steht. Da muss ich mal kurz reinspicken. Da muss ich einmal kurz reinspicken. Das sieht interessant aus, aber ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, wie immer bewerten und vor allem auch kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, bis zur nächsten Folge wieder. Ciao.